Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk. Heute möchte ich mit dir über das Thema Reisen ins Ausland sprechen. Auslandsreisen also. Bist du schon oft ins Ausland gereist? Ich bin schon oft ins Ausland gereist. Meine allererste Auslandsreise war nach Spanien. Ich bin das erste Mal als Kind mit meiner Familie nach Spanien geflogen. Davor war ich nur in Deutschland. Ich bin in Deutschland natürlich in andere Städte gereist, aber im Ausland war ich bis dahin noch nicht. Ich glaube, ich war 9 oder 10 Jahre alt, als ich das erste Mal ins Ausland geflogen bin. Die erste Reise ins Ausland war für mich sehr aufregend. Ein anderes Land, eine andere Kultur. All das ist natürlich super spannend. Später bin ich dann natürlich auch in viele andere Länder in Europa gereist. 2007 bin ich dann mit meiner Mutter zusammen nach Amerika, in die USA geflogen. Und zwar nach Minnesota. Dort hatten wir Bekannte, die wir besucht haben. Diese Reise war für mich noch aufregender als meine Reisen in Europa. Ich habe nämlich das erste Mal den Kontinent verlassen und habe einen sehr weiten Flug mit meiner Mutter unternommen. Die Flugzeit hat, glaube ich, ungefähr 12 oder 13 Stunden betragen. Ein sehr langer Flug war das damals für mich. Aber es hat sich gelohnt. In den USA war alles neu für mich. Jeden Tag habe ich etwas Neues, Interessantes entdeckt. Damals habe ich natürlich sehr gerne die Süßigkeiten gegessen. Ich war ungefähr 15 Jahre alt und konnte natürlich schon ein wenig Englisch sprechen. Trotzdem war ich ein bisschen schüchtern, mit den Leuten in den USA auf Englisch zu sprechen und habe sehr häufig meine Mutter als Dolmetscherin benutzt. Trotzdem war es eine super Erfahrung für mich. Wir waren insgesamt 2 Wochen in den USA. Als wir wieder zurückgeflogen sind nach Deutschland, hatte ich das erste Mal einen Jetlag. Ich kann mich erinnern, dass ich 2 oder 3 Tage gebraucht habe, mich wieder an die deutsche Zeit zu gewöhnen. Das ist etwas, womit man bei weiten Reisen ins Ausland immer zu kämpfen hat, mit dem Jetlag.
Im Jahr 2018 bin ich von Deutschland nach Australien geflogen. Ich habe allerdings einen Zwischenstopp in Singapur gemacht. Ich bin von Hamburg nach Singapur geflogen. Ich dachte, dass wenn ich einen Zwischenstopp in Singapur mache, dass mein Jetlag später in Australien nicht so stark sein wird. Da habe ich mich allerdings getäuscht. Ich hatte einen sehr starken Jetlag, als ich in Sydney gelandet bin. Ich glaube, ich hatte fast 10 Tage mit dem Jetlag zu kämpfen. Von Deutschland nach Australien beträgt die Flugzeit insgesamt ungefähr 24 Stunden, also einen ganzen Tag. Das ist natürlich eine sehr lange Reise. Allerdings hat sich auch hier die lange Flugzeit gelohnt. Wenn man von Europa auf einen anderen Kontinent fliegt, fühlt es sich immer ein bisschen an, als würde man in einer anderen Welt sein. Das finde ich besonders faszinierend. Natürlich sind auch die Länder in Europa alle unterschiedlich, aber wenn man auf einen anderen Kontinent fliegt, finde ich den Unterschied noch größer. Was denkst du? Ist das für dich dasselbe Gefühl? Hast du auch das Gefühl, dass du in einer anderen Welt bist, wenn du auf einen anderen Kontinent fliegst? Nach Australien bin ich auch noch ein wenig in Asien gereist. Ich war zum Beispiel in Vietnam und in Japan. Die meisten Menschen machen sich, wenn sie ins Ausland reisen, einen Reiseplan. Ich mache mir fast nie einen Reiseplan. Ich schaue immer flexibel, was ich in dem neuen Land sehen möchte und was ich erleben möchte. Wenn ich reise, bin ich gerne spontan. Natürlich plane ich auch ein paar Dinge. Zum Beispiel, wo ich übernachten werde oder ganz allgemein, welche Orte es gibt, die man besuchen könnte. Aber ich mache mir keinen genauen Zeitplan, welchen Ort ich wann besuche oder in welchem Restaurant ich zum Beispiel essen möchte. Bist du, so wie ich, auch jemand, der sehr spontan ist, wenn er reist? Oder bist du jemand, der einen strikten Reiseplan hat? Beides hat natürlich sowohl Vor- als auch Nachteile. Mich würde interessieren, wie deine Erfahrungen mit Auslandsreisen sind. Schreibe sie hier unter das Video in die Kommentare. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast.
Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir auch die anderen Videos und Podcasts auf meinem Kanal an und gebe mir gerne Feedback in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren könntest. Du würdest mir sehr dabei helfen und meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank. Wenn du das Transkript zu dieser Episode und zu allen anderen Episoden meines Kanals haben möchtest, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort findest du alle Transkripte zu allen Episoden. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du wie immer hier unter dem Video in der Beschreibung. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Auslandsreise und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis bald.